Im Jahre 2193 erfindet der geniale Wissenschaftler Dr. Mordecai Sambi eine Zeitmaschine, mit der er Verbrecher zurück in unsere Gegenwart beamt. Sein Gegner ist Captain Lambert von der Abteilung für Verfolgung flüchtiger Verbrecher. Lamberts einzige Waffe ist eine Phaserpistole und ein Computer genannt Selma. Guten Morgen, Captain Lambert. Auch Lambert beamt sich zurück in unsere Gegenwart. Er befindet sich also unter uns und versucht, sich den technischen Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts anzupassen. Er hat die Aufgabe, die mit Hilfe von Sambi entflohenen Verbrecher zurückzuholen. Er jagt sie durch alle 5 Kontinente. Er weiß, dass er erst in das Jahr 2193 zurückkehren kann, wenn er sie alle aufgespürt und zurückgebeamt hat. Captain Lambert ist der Held dieser abenteuerlichen Geschichte um eine Zeitmaschine genannt Time Tracks. Ja, hallo liebe Retro-Freunde, nach dem schönen Intro zum Thema wisst ihr auch, worum es schon geht. Heute geht es um Time Tracks, die Videospielversoftung der trashigen Future Cop-Serie oder was es auch immer sein soll. Jedenfalls, der gute Cop reist in die Vergangenheit zurück, sucht böse Verbrecher. Oh ja, und es gab eine Super Nintendo-Versoftung. In den USA erschienen, auch in Europa. In Europa ist die PAL-Version ist relativ selten. Aber gut, schauen wir mal ins Game rein. Ich war überrascht, ich habe das Game vor einer Weile aber aus UK bekommen, als PAL-Version. Einfach nur, weil es relativ selten ist, habe ich es gekauft. Dann habe ich es halt mal reingeworfen und naja, es war eigentlich überraschend gut. Dafür, dass es so ein trashiges Lizenzgame ist. Legen wir mal los. So, jetzt gibt es hier nochmal die Wiederholung der ganzen Story. Dafür habe ich den Trailer der Serie eingebaut. Hier gibt es alles nochmal in Standbildern erklärt. Das ist eher uninteressant, würde ich sagen. Aber es ist auch schön gemacht, wie man sieht. Also, man hat sich Mühe gegeben. Ja, jetzt gibt es nochmal die ganze Geschichte von Darian Lambert, dem Captain Bababa. Ja, geboren 2160 mit einem IQ von 180 und also ein Krempel. Ach, jetzt gibt es nochmal die Aufgabe. Bla bla, finde ich alles uninteressant. Was interessiert ist das Spiel. So, da sind wir. Soundeffekte sind ein bisschen billig, aber naja. Klassischer Sidescroller. Aber man kann die Typen auch vermöbeln, das finde ich sehr cool. Macht mir Spaß, stehe ich drauf. So, Schlüssel einsammeln. Es ist jetzt kein Wunderwerk, das Spiel, aber es ist halt ein typisches 2D-Game. Ah, runter! Genau, man kann auch die Zeit verlangsamen in dem Spiel. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, wie ich jetzt hier von dem Ding runterkomme. Hallo? Ah, okay, nach unten und springen, alles klar. Ich hatte schon mal eine Weile gezockt, aber wohl doch nicht intensiv genug. Ja, klassischer Sidescroller, den Typen kann man hier mal ordentlich eins auf die Mütze geben. Fußfeger geht immer, ganz wie Mortal Kombat. Fußfeger hilft immer. Irgendwie kann mich dieses komische Ding hier nicht erwischen. Zack. Ist jetzt auch nicht so schwer. Das sind tollen 3D-Effekte, die Spinne in den Hintergrund geht. Ja, Ziel ist Schlüssel sammeln, Ausgang finden, Endgegner verhauen und den entflohenen Häftling dingfest zu machen. Denn das ist der Job unseres Zukunftscops hier. In der harten Lederjacke natürlich. Ah, verdammt. Er ist so ein harter Cop, aber lässt sich von so einer Spinne. Hat Angst vor einer Spinne, wird von einer Spinne getroffen, aber zerschlägt mit blanker Faust diese komischen Laserautomaten.
ganz schönes Weichei, unser Typ hier. So. Ja, ich hatte es wirklich nur mal gekauft, weil es günstig in einem UK-Shop zu haben war, komplett, und das Spiel auch relativ selten ist. Ja, und dann habe ich es halt mal mit einem Kumpel angezockt und wir waren überrascht. Und das Spiel schon okay ist. Jetzt kein Überflieger, aber macht schon Spaß und sieht auch gar nicht so schlecht aus. Alles schön handgezeichnet. Oh, da hat mich dieser komische Laserpointer, der hier immer durch die Gegend schwirrt und auf einen schießt, erwischt. Ihr müsst auch ein bisschen entschuldigen, also irgendwie ruckelt das Video auch ein bisschen, also das, die Aufnahme. Und ja, das ist jetzt im Original nicht so, das läuft also auf der Konsole schon relativ flüssig, nicht so ruckelig, wie das jetzt hier ist. Ich weiß auch nicht, woran das liegt in diesem Fall, aber stellt euch das Ganze nur etwas flüssiger vor, dann passt das. Ja, also die Level sind noch relativ lang, gibt schon was zu tun in dem Spiel, ist jetzt nicht nach einer halben Stunde oder so durchgespielt. Das ist auch das erste Mal, dass ich von der Firma Malibu Games gelesen habe, vorher kannte ich die überhaupt nicht. So, jetzt geht's mal abwärts. Jetzt fängt irgendwann an, mit so einem komischen Laserpointer zu schießen, das ging mir auch schon ein bisschen auf die Nüsse. Da, ein paar schöne Lichteffekte gibt's auch noch oben drauf. Penner! Ja, was so als Zukunftskopf einen in der Gegenwart erwartet, das ist schon hart. Da muss man immer richtig kämpfen. Passt ja ganz gut zu unserem diesmonatlichen Thema Sidescroller. Da wird ja auch Batman Returns gespielt und naja, kann man sich hier auch mal geben. Ist ja im Großen und Ganzen auch so ein Sidescroller, in dem man den Typen auf die Mütze gibt, von daher. Nur dass natürlich der Time-Tracks-Cop deutlich cooler ist mit seiner Lederjacke. Ich meine, er hat eine Lederjacke, hallo? Super. Nur die Musik könnte vielleicht etwas aufregender gestaltet sein. Oh, ein Hamburger, yeah. Naja, zumindest ist Time Tracks mal ein Titel, den man so bis jetzt noch nicht allzu oft gesehen hat und vielleicht auch nicht, sich nicht so bewusst ist, dass es diesen Titel für Super Nintendo gibt. Das Cover ist auch ultra schäbig. So, jetzt haben wir den ersten Boss hier. Oh, der mich erstmal ordentlich in den Schwitzkasten nimmt, der aber ein ziemlicher Trottel ist. Und ich auch. Nee, der hat aber wirklich eine ziemlich große Schwachstelle. Der Typ ist nicht sehr gut zu Fuß offensichtlich. Den kann man jedenfalls immer wieder umtreten. Und eigentlich reicht es immer hinzulaufen, den Fußweger zu verpassen. Nein, nicht wieder in den Schwitzkasten. So, das kann auch mal die Zeit verlangsamen, denn wir sind ja der Timecop hier. Nein, nein! Oh, ich bin so ein Idiot. Naja, gut. Sehen wir es einfach mal als Spoilerschutz euch gegenüber. Ja, das war das erste Level und ja, Timetracks. 0815 Serienlizenz-Krempel, aber nicht der übliche Lizenz-Trash, den man sonst erwartet. Und der Soundtrack ist auch gut. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Holt euch Timetracks, ist eigentlich ganz lustig. Zumindest die US-Version ist auch günstig. Ciao!